3, 2, 1. Hallihallöchen, Leute, und willkommen zurück bei einer neuen Runde Yu-Gi-Oh! Pro. Wieder gegen den MP Zaki. What the fuck, man kann die Musik nicht mehr leiser stellen, das will ich ja gar nicht nett. Ja, Marcel von MP Zaki ist wieder dabei und ja. Hi! Und damit auch herzlich willkommen an meinen Abonnenten. Sorry für die lange Einleitung, aber er steht halt oft auf dem Schlauch, ne? Nein, ich stehe einfach nur auf lange Dinger. Oh Gott. Das geht dich. Ohne Witz. Ja, gucken wir doch mal, was für ein schönes Deck du ausgewählt hast. Übrigens, was die Sounds angeht, das wird sich in nächster Zeit bald wieder ändern. Zurzeit wird noch ein bisschen dran gearbeitet. Ja. Und so wird. Ja, zu meinem Deck. Ich spiele gerade in das Deck zum ersten Mal. Warte. Warum habe ich irgendwie Angst? Oh mein Gott. Du, der kann aber nicht überleben, wenn du keine Spielfeldzauberkarte. Ja. Ja, ne? Ja, irgendwie. Wie gesagt, erstes Mal, Leute. Ja, ich merke das schon. Oh, vielen Dank. Oh, das ist aber doof jetzt. Hab ich noch? Ah, ne, die will ich nicht aktivieren. Ja. Na, was mache ich denn da? Beschwören. Oh Mann. Ich glaube, dann muss ich das jetzt mal so machen. Warum gefällt mir das nicht? Weiß ich nicht. Nee, das mache ich nicht. Nee, nee, nee. Das gefällt mir schon eher. Bye, bye. Okay. Ja, dann muss ich das halt so machen. Okay. Bye, bye. Okay. Na dann muss ich das halt so machen. Lol, war das nicht. Haben die das umgestellt, dass man jetzt nicht mehr bei. Ich glaube, 3000 Lebenspunkten Unterschied, dass man da die Verlierermusik schon hat? Haben die das umgestellt? Ja, leider gibt es ja sowieso das halt Soundprobleme. Das ist das Problem. Ah, okay. Oh. So. Zurück ins Extra-Deck. Da, wo es herkommt. Bin ich aber gar nicht, ne? Ich schon. Ja, leck mich. Los, Angriff! Was ist das? Ein Gin zurück, Cola! Ich überleg gerade. Wenn ich ihn zerstöre, kommt Gin so auf Feld. Aber richtig! Nur bis zur Endphase. Ach, da ich eh nichts dagegen machen kann. Reisender Tribut. Okay. Hallo Jinzo. Aber auch nicht. Was? Ach, nur von deinem Friedhof? Interessant. Ne, ja, das ist natürlich doof. Wir spielen, glaube ich, gerade beide Decks, die wir noch nie gezockt haben. Ja, das doch an sich schon. Ich hatte nur eben den Effekt falsch. Wow, ist aber egal. Komm. Wow. Ja, ne? Cool, ne? Sagst du nochmal magischer Hammer? Kannst du versehen, Ihr seht, Leute, kann es eigentlich sein, dass es jetzt flüssiger läuft als früher, das Spiel ja. Allgemein? Finde ich gut. Haben sie gut gemacht. Ja. Seit der Trennung von Percy ist das ein bisschen flüssiger alles. War der dafür? War der dran schuld oder was? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, will ich auch gar nicht behaupten. Das ist halt einfach nur so, dass jetzt seitdem halt diese Funktionen nicht mehr da sind, das ein bisschen lustiger läuft. Was ein Zufall. Hey, kennst du die schon? Hey, ich greif dich an! Juhu! Ja, und hey, falls ihr auch mal... Falls ihr mal Spaß dran habt, auch mal die Sachen aus seiner Sicht zu sehen, weil ich nicht immer gegen ihn spielen werde, um ihm zu zeigen, wie man richtig spielt, oder eben wie in diesem Fall nicht, dann könnt ihr auch einfach mal auf seinen Kanal gehen. Den Link findet ihr in der Description. Und ja, ich denke, ihr könnt da bestimmt eine Menge Spaß haben. Wenn nicht mit Yu-Gi-Oh!, ja, dann sogar mit Pokémon. Ja, ich mache auch Pokémon Let's Plays, in der Tat. Ja. Was, bist du ein Frosch? Nein, scheiß Fliege, es fliegt noch die Ohren. Ach so, na dann. Gott, war das schlecht. Ah lol, verliere ich jetzt etwa so schon? Ach, ja, gar nicht. Och nö. Och nö. Hippie, Angriff! Aua. Angriff! Hurra! Komm schon, ich brauche jetzt eine Karte, ich brauche jetzt eine, na! Was ist das? Hä? Aha, 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 aha! Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt gewinnt Matze noch, pass auf! Nee, schön wäre. Ah, doch, ich gewinne jetzt, pass auf! Hast du gesehen?
Okay, hammer geil, ja. Oh ja. Wow. Ey, Alter, damit kann ich ja gar nicht, was soll ich denn bloß machen? Sag mal. Keine Ahnung, aufgeben? Okay, cool. Ja, das ist aber doof. Wupp, wupp, einen Zug überlebe ich noch. Juhu. Vielleicht sehe ich ja jetzt das, was ich brauche. Komm schon, komm schon. Nein! Oh, Alter, das war leicht übersteuert. Obwohl, doch. Kann doch funktionieren. Zurück ins Deck. Mit dir. Verschwinde. Weiche. Fick dich. Ja, ja. Okay. Es läuft viel flüssiger als vorher. Das finde ich hammergeil. Ja, ich finde es auch cool. Me like it. Aber viel flüssiger läuft das. Ich kann ja nicht mehr tippen. Okay. So, ihr habt das nicht gelesen, Leute? Nein. Weißt du, was ja in meinen Aufnahmen schreibe ich immer so ein bisschen rund in den Textchat rein, um damit die Leute gerade wissen, was ich denke. Okay. Oh mein Gott. Och nee. Eine Spielfeldzauberkarte. Oh mein Gott, nein. Ja, was kann die eigentlich? Oh mein Gott. Sag mir bitte nicht, du hast das falsche Monster auf. Oh Gott, du hast auch noch. Oh mein Gott. Okay, wie gut, dass du das nicht gemacht hast. Das hätte ich jetzt ein Problem. Kann ich mit dem Endeffekt aktivieren? Was? Kann ich mit dem Endeffekt aktivieren? Nein, aber mit deiner Spielfeldzauberkarte. Und wenn du eine Spielfeldzauberkarte aktivierst, kannst du dir einen Level 4er Dracheneinheitsmonster holen. Wenn du das tust, kannst du deine Karte abwerfen. Ja, stimmt, das ist natürlich doof. In der Tat. Das habe ich verpeilt. Aber würdest du das tun, hättest du zum Beispiel locker einen Sternstoppdrachen wieder da. Ja, was? Egal, du bist dran. Was sagst du jetzt? Sieht für mich auf einmal wieder sehr gut aus. Merkt das schon. Eins. Zwei? Plus zwei? Interessant. Mit einer Hand, ein Drachenei. Natürlich mal ausprobieren. Moment. So. So. Okay. Die abwerfen. Wenn du jetzt den Level 4er nimmst. Welchen von den drei, wo dreimal die gleichen sind? Was? Ja, ich weiß ja nicht, ob das. Hast du das Deck schon mal gespielt? Ja. Ja, der Level 4er. Ja, wenn du den jetzt beschwörst, ja. Dann kannst du jetzt den Effekt aktivieren. Ja. Dann kannst du dir den kleinen Level 2er holen. Ja. Dann kannst du den Effekt von dem Level 2er aktivieren. Ja. Dann spezial beschwörst du den. Dann kannst du dir jetzt den Level 6er Synchro holen. Ja. Aber wenn du das so jetzt machst, kannst du auch wieder den Effekt aktivieren, deinen Level 2er zurückholen. Ach, und dann kann ich wieder zwei Effekte wieder aufs Feld holen. Richtig, und dann kannst du den Sternenstoppdrachen holen. Okay. Und wenn du dann noch die richtige Fallenkarte hast, hast du vielleicht sogar den Sternenstoppdrachen in Angriffsmodus. Nee, den habe ich leider nicht. Oh, das ist natürlich doof. Aber oh, was ist das für einer? Ich finde, der klingt sogar interessanter als Sternenstoppdrache. Schrottdrache geht natürlich auch. Nö, der da. Tada. Okay. Oh. Och nee! Was soll das denn? Leider kann er diesen Zug nicht angreifen, warum auch immer. Ah, noch eine Cyberlarve, sagst du? Cool. Das ist doch besser so, dass er in diesem Zug nicht angreifen kann. Ach, der kann ja gar nicht angreifen, fällt mir gerade auf. Wegen einem niederträchtigen Cyber-Enddrachen. Ach lol, kann nur. Kann er. Ach nö, oder? Das. Es kann. Das. Einfach mal diese. Och nö. Finde ich ja gar nicht nett. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hi, what's up? Alles fit bei dir? Fick. Nee, GG, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei mir. Oder bei mir. Jo, bis dann. Ciao. So.